Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Back for Blood. Wir haben gestern Abend im Livestream noch ein bisschen gezockt, deswegen habe ich auch schon die anderen Cleaner freigespielt und auch schon ein paar neue Karten mit dazu bekommen. Ich kann direkt mal schauen, ob ich nicht noch ein paar Karten aus den Decks freispielen kann, also aus den Nachschublinien. Da habe ich das Krähennest auf jeden Fall komplett durchgeskillt, denn da sind richtig gute Karten dabei. Bridgetown habe ich theoretisch auch schon. Nutzungsgeschwindigkeit könnte ich hiervon noch kriegen. Die Klinik, da könnte ich noch, wenn du ein medizinisches Zubehör nutzt, heilt das Ziel über 30 Sekunden um 20 zusätzliche Gesundheit. Und bei Pauls Gasse könnte ich Zielgeschwindigkeit plus 30%. Oh, da bin ich mir gerade bei allem nicht so sicher. Was ist denn bei Bridgetown sonst noch so dabei? Ausdauerregenerierung 5, mehr Gesundheit. Du kannst nahe schnell Zubehör spüren. Ah, das sind echt eigentlich ganz spannende Sachen, deswegen lass mich das mal freischalten. Ich finde, die Karten sind ein sehr, sehr cooles Konzept bei Back 4 Blood. Und denn dadurch kann man seinen Charakter nach und nach immer mehr spezialisieren. So, ein Solo-Deck habe ich nämlich noch gar keins mit drin. Und deswegen lass uns mal schauen, was haben wir denn aktuell hier so drin? Und was nehmen wir denn von den Sachen vielleicht sogar wieder raus? Zweite Chance ist okay. So, verletztes Tier. Wenn du bei kritischer Gesundheit tötest, stellst du eine Gesundheit wieder her. Nachladegeschwindigkeit, Heilungseffizienz, Kampfmesser. Kampfmesser ist ziemlich mächtig. Ja, ich nehme Cross-Trainer mit, weil die Karte ist super mächtig. Plus 40% Ausdauer nehme ich auch mit. Widerstand gegen Verlangsamung ist mir als Malus zu stark. 30%, nö, aber hier Schwachpunktschaden 20% nehme ich mit. Und Effizienz der Nahkampfausdauer lasse ich mal noch so, wie es ist. Die nehme ich noch mit. Man kann bis zu 15 Karten in seinem Deck haben. Ich habe mittlerweile richtig viele Karten. Wiederbelebungsgeschwindigkeit ist eine gute Karte. Ich schaue einfach gerade, was hier so Sinn macht. Ich bin überhaupt noch kein Profi. Deswegen bitte orientiert euch bei den Karten nicht an mir. Oh ja, halte E, um dich aus Griffen zu befreien. Die halte ich, finde ich, für sehr, sehr gut. Genau, bis 50% der Reduzierung der Abklingzeit von Ausbruch. Das ist richtig, richtig stark. Nutzungsgeschwindigkeit kann man erhöhen. Ist im Solo-Game, weiß ich es einfach noch nicht, wie wichtig das hier wird. Genau, Bewegungsgeschwindigkeit, während du schießt. Also ihr seht, hier ist so vieles dabei. Hier ist wirklich so, so vieles dabei, was einfach Sinn macht. Deswegen, ich wähle hier teilweise einfach die Karten aus purem, ja, liest sich ganz gut aus, so. Okay, wir spielen weiter, die Solo-Runde. Wenn ihr uns zusammenspielen wollt, dann schaut euch gerne die Livestreams an. Die sind aber ziemlich wild. Deswegen, um jetzt ein bisschen mehr über das Spiel zu quatschen, machen wir einfach jetzt hier weiter mit Tunnel des Blutes als nächste Mission. Oh, ich bin super gespannt, wie das hier noch so weitergeht. Ja, ein bisschen Story ist da noch vor uns. Und sie ist auch gar nicht schlecht. Wir haben, wie gesagt, schon ein bisschen weitergespielt. So, Verderbniskarten. Die Vögel, genau, große Krähenschwärme haben sich hier versammelt, um mit den Leichen ein Festmahl zu veranstalten. Wenn du sie aufschreckst, könnte dir das die Horde auf den Hals hetzen. Schließe das Level ab, ohne Vögel, Snitcher, Autoalarme oder Türen mit Alarm auszulösen. So, ja, ich habe leider schon meinen Charakter gewählt, deswegen kann ich jetzt keinen anderen Charakter mehr nehmen. Ich spiele mit Walker weiterhin und das bleibt jetzt auch erstmal so. So, Munitionskapazität, Ausdauer, ja, hier, zack, Messer. Messer bedeutet, ändert deinen Schlag zu einem Messer, das als Nahkampfwaffe zählt. Das sind, bei normalen Zombies sind das Todesschläge. So, kann ich mir ein Update reinpfeffern? So, ich kann bessere Munition reinpacken, Munition zur RD, genau, Kugeldurchdringung 50%. Ich nehme auf jeden Fall ein First Aid Kit mit, ich nehme auf jeden Fall eine Pick Gun mit und ich nehme noch als Granate, nehme ich
Ja, den Molotow mit. Der macht noch einen schönen Flächeneffekt. Genau, und anstatt bei einer Nahkampfknarre nehme ich die hier und zack, die wird doch gleich mit verbessert. So. Zack. Zack. Wunderbar, wir gehen raus. Los geht's. So. Wow, wunderbar, überhaupt nicht getroffen. So, da hinten sind überall Vögel. Wenn ich da reinschieße, bin ich safe tot. So, Tallboy. Aber er hält nicht lange durch. Unterschätzt den Schwierigkeitsgrad nicht. Also Rekrut ist wirklich für den Anfang ein fordernder Schwierigkeitsgrad. Das wird noch schwerer mit Verlauf des Spiels. Also... So, vorne. Nein, scheiße! Okay, ich hätte mich jetzt hier vorbeischleichen müssen wahrscheinlich. Okay, Bonusziel wird nicht erreicht. Wobei, kann ich nochmal neu starten? Nee, kann ich jetzt nicht so einfach. Na gut, komm, dann machen wir jetzt durch. Ach, scheiße. Ich dachte, ich kann daran vorbeischleichen. Ja, Bonusziel instant nicht erreicht. Oh, ich würde jetzt ganz gerne nochmal neu starten. Wartet mal, wir machen es nochmal neu. Tut mir leid, wenn das jetzt für euch zu blöd ist, aber das ist jetzt... Ja, ich würde ganz gerne das Bonusziel einfach erreichen. Deswegen lasst mich nochmal gucken. So. Wir machen auch den Anfang diesmal schneller. Ja, was ich sagen wollte, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht gleich super einfach mit Rekrut, sondern er ist eher darauf ausgelegt, dass man sich bessere Karten besorgt und durch bessere Karten mehr Boni bekommt und dann kann man auch die höheren Schwierigkeitsgrade wesentlich besser schaffen. Ja, diesmal habe ich nicht meinen Messerschlag dabei und wenn ich den nicht mit dabei habe, nehme ich Munition mit auf jeden Fall Bonus mit. Ob das gut ist, keine Ahnung, ich kann das nicht sagen. So. Schade, diesmal habe ich auch keine bessere Nahkampfwaffe. Also ihr seht, ich habe nicht nur gewonnen, ich habe auch teilweise jetzt schlechtere Voraussetzungen. Wow, nicht mal nachgeladen, die Knarre. Danke, Yuga. Beste Vorbereitung. So. Haben wir sie alle? Gibt's hier was drin? Nö. Was haben wir hier? Kohle. Ist das jemand? Ich spüre es und das ist nicht gut. Ich muss nachher. Ja, irgendwas kommt da. Oh, scheiße! Oh nein! Der Oger! Ja, der erste Bossgegner. Also wenn ihr denkt, dass Explodierende und Tallboys hier Bossgegner sind. Nö, 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 das ist hier der Bossgegner. Der fucking Oger. Also. So der erste Bossgegner. Der ist schon geil, ne? So riesen Bossgegner. Und wenn ich sage, fühle ich mich besser. Ja. Alter, du stinkst, Junge. Ja, man muss natürlich auf die roten Stellen schießen, um sozusagen extra Schaden zu machen. Oh nein, ein Stinger. Oder ist das ein Stalker? Okay, er ist verschwunden. In einer riesigen Blutlache, aber er ist noch nicht tot. Okay, das Team ist mittelmäßig angeschlagen. Evangelo sieht nicht ganz so gut aus. Was haben wir hier noch rumliegen? Ohne bessere Knarre, eine Shotgun. Ja, bisschen Munition, aber ich trage keine Shotgun. So, warte mal, das sieht doch nach einem... Verarzte mich jetzt. Das haben wir gleich wieder. Ja, verarzte dich mal. Vorsicht, aufpassen. Manche Türen sind hier elektrisch gesichert. Exploder! Exploder. So. Ja, der macht natürlich Flächenschaden, ne? Wie die Boomer aus Left 4 Dead. Also hier ist eine Menge aus Left 4 Dead inspiriert. So,
Was haben wir hier? Noch eine Granate. Ist ganz gut, habe ja meine verbraucht. Was ist das? Kohle. Knarre hier. Oh, da ist noch eine Knarre. Ist die gut? Oh, ist eine blaue. Könnte ganz gut sein. Ja. Bessere Werte als meine. Ausgestorben. Das ist jetzt egal. Konzentrieren wir uns darauf, zu Fort Hope zu kommen. So, das könnte hier nochmal eine Geheimtür sein. Nee. Was ist das hier? Einfach nur ein Raum. Dann müssen wir die Tür hier nehmen. Halt dein Toupet fest! Anscheinend haben wir noch viel größere Probleme als nur die Infizierten. Ja, viel größere. Und nochmal ein Exploder. Okay, muss dringend mal alle meine Knarren nachladen. Okay, Tallboy. Ist aber nicht so stark, aber... Also, er ist schon stark, wenn er zuschaut. Oh, noch ein Tallboy. So. Und Stinger auch noch. Oh, Scharfschützengewehr, 4 Sterne, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und noch anderer Stuff. Pass besser auf. Versuchst du etwa dich umzubringen? Ich bin mal für Halloween. Na, eine Axt. Wow, scheiße, und ein Exploder, ey. Boah, das ist, was ich meine, ne? Also dieses Spiel, auch im einfachen Schwierigkeitsgrad, nicht hundertprozentig jetzt super einfach. Also einzelne Gegner, klar, die sind natürlich super leicht, aber in der Gruppe, es macht megamäßig viel Spaß. Also es macht super viel Spaß. Wir haben gestern Abend, oh Gott, noch einer von denen, gestern Abend den ganzen Abend gestreamt, es war richtig gut. Alles okay? Ja, alles gut. Das ist nur die ganze Aufregung. So, gib mal das Benzinchen her. Halt still und lass dich von mir verarzten. Okay. Machst du das jetzt? Nö. Also, du verarztest Walker, mich jetzt. Krieg dich zusammen. Tot nützt du uns nichts. Ja, hast ja recht. Darum muss ich mich kümmern. Hast ja recht. So, Benzin. Das nehmen. Okay, Stinger habt ihr. Darum muss ich mich kümmern. Oh, du lebst da noch. Du bist ein Untoter, das meine ich. So, was haben wir hier? Ein bisschen mehr Schaden, aber die anderen Werte gefallen mir nicht. Das könnte jetzt einfach nur wieder Munition sein oder was anderes. Schmerzmittel, Verband. Okay. Ich würde sagen, was nehme ich mit? Den Verband nehme ich mit. Und benutze ihn auch gleich mal. So, ist noch Molly. Wo ist denn jetzt mein Benzinkanister? Okay, da ist irgendwie laut draußen. So. Oh, ein Tallboy auch noch mit dazu. Lass uns aber auch nicht in Ruhe hier. So, Bonusgeld. Nochmal Bonusgeld. Alles okay? So, Kiste öffnen, Leute. Leichter Kolben. Holz, genau, bessere Munition. Was haben wir hier? Nee, beides nicht das, was ich will. Sturmgewehr hier. Ja,
Da ist ein Sturmgewehr. Also das habe ich ja gerade selber gesehen, okay. Was ist das? Bleibt wachsam. Bleibt am Leben. Okay, irgendwas Lautes wieder. Oh nein, der Oger kommt. Komm mal rein hier, Bruder. Komm ran hier. Zündet den Oger an! Zündet den Oger an! Lass dich nicht nochmal beißen. Stirb, Oger! Grabbelgrabscher hier. Da ist noch Kohle. Komm schon, Oger! Wow, Exploder! Ach, kommt schon, ey. Jetzt hat er noch einen Exploder hier im Schlepptau. So, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Okay. Ich bin mal zu Halloween als Krankenschwester gegangen. Kommt mir jetzt echt doof vor. Sag das mal in Silent Hill. Alles sicher. Verarzte dich mal. Alles sicher. Schießen die ganze Zeit auf ein Auto. Oh, da vorne ist ein First Aid Kit. Das sollte ich ganz dringend verwenden. Das nehme ich. Ja, ne? Nur ein Kratzer. Muss laden. So. Oh mein Gott, Leute. Ja, ekliger Ekelschlammschleim alles es ist hier. Nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit, Leute. Tommy, kümmere dich darum. Nicht, dass ich sich infizieren. Exploder! Keine Frage. Tommy, wo ist der Exploder? Ui, wahrscheinlich da irgendwo. Das mal verbinden, Mom? Ja, wir sind ja gleich da vorne im Shelter. Ein brauchbarer Weg führt über die Washington Bridge. Okay, wo ist der fucking Stinger? Stinger, der macht sich am Wänden fest und spuckt dann auf uns. Das ist nämlich das Arschloch. Nein, brauche ich nicht. Nein, ich will die Waffe nicht. Da vorne ist nochmal Kohle. Seid auf der Hut. Eine Rohrbombe. Ja, so ein paar Sachen liegen hier halt noch rum. Die kann man noch mal mitnehmen. Wie halt eine neue Karte. Ah, geil. Und hier noch mal Supplies. Alles mitnehmen. Ein Verband. Definitiv praktisch. Augenblick, bitte. So, kurz den Verband genutzt. Ah, ja, kann man sich einmal voll heilen. Oh, noch mehr Stingers. Okay, kommt ab in den Schutzraum. Hey, komm schon. Wir sind zusammen aufgebrochen und sollten auch zusammen zurückkehren. Okay? Hier, Muni. Moon. Hier, Munition. Okay, kommt hier Schutzraum, Leute. Und rein hier, kommt rein. Munition. Hey Mom, ich hoffe, du hast ein paar Pflaster dabei. Und geschafft. Oh Leute, und sogar mit Bonus. Keine Krähen aufgeschreckt. Sehr geil.
Ja, 83 Infizierte getötet, die anderen machen praktisch nichts. Naja, für sie zählt es nicht, weil es sind ja nur Bots. Bei mir zählt es ja mit rein. So. Genau, Erfolg bei sekundärem Ziel plus 500 Kupfer. Hui. Bereit, Leute. Bereit für ja, das nächste Kapitel, den nächsten Teil von Akt 1, der Schmerzzug. Geben wir uns im nächsten Video. Ich würde sagen, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ihr merkt, ich habe richtig Bock auf Back 4 Blood. Richtig, richtig gutes Spiel. Bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze findet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann sehen und hören wir uns wieder hier bei mir auf YouTube zu Back 4 Blood. Haut rein, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.